Hallo Jungs, hier ist der Marc von der CGH68. Heute haben wir eine Hobau Hyper SSTE bekommen. Ich habe schon ein Booking darüber gemacht, ich habe sie ja schon gesehen. Aber dieser hier wurde mir gesendet von einem Abonnierten, also direkt vom Händler zu mir. Ich möchte den Händler bedanken, das ist Herr Sebastian Wartel. Der hat einen Laden in Frankreich, heißt wartelshop.com. Das ist ein richtiger Laden noch, in dem könnt ihr alles kaufen. Er kann euch zusammenbauen, er macht euch noch die Lötpunkten und alles Mögliche. Weil wir haben immer mehr Laden in Frankreich, die nur so Internetplattformen sind. Also man kann das Zeugs nur kaufen. Man hat keine Hilfe. Man hat, wenn man es zum Beispiel bei der Härte Feder braucht, kriegt man keinen Hinweis und nicht. Und der macht euch noch alles. Natürlich mache ich in der Videodeskription der Link drunter. Also der Abonnierte hat einen kompletten Satz gekauft für einen fertigen Hobau Hyper SSTE bauen. Das heißt, er hat das Auto bekommen. Der Sender Apsima C3 RP, der ist hier. Über den natürlich werde ich noch die Bedienungsanleitung lesen und euch dann erklären, wie die funktioniert. Er hat ein Hobbywin Ezrin Max 8 Combo mit Ezrin 2200 KV. Das ist ein Monstermotor, ist ein Powerhouse. Er hat ein SkyRC S60 Lader, der geht bis 4S. Ist sehr günstig, funktioniert sehr gut. Ich habe ja zwei davon bei mir. SkyRC ist ein Hersteller, der wie Hobbywin, wo viele andere Hersteller des Zeugs einfach einen anderen Namen draufklatschen und ein bisschen mehr Preis. Horion braucht das Elektronik und viele andere noch. Ein Servox Servo in 7,2 Volt, weil der Regler kann ja 7,2 Volt rauslassen. Das machen wir auch da drauf. 20 Kilo, mehr, weniger als eine Sekunde für die Drehung. Der Händler hat die Farbe noch umsonst gegeben und muss noch in der Schachtel nachschauen. Der Klebstoff für die Reifen rankleben. Und das ist eine Batterie, der Wartel Sebastian macht, das ist die WS-Line. Das sind Wandbatterien, die umgesiedelt wurden. Das ist eine 4800 mAh Low-Profil. Die Batterie habe ich auch für mein X-Max. Das ist eine 4S-Batterie, die nur 450 Gramm wiegt oder 480, ist sehr kompakt, geht überall rein. Ich habe zwei davon im Scorpion auf der Piste, der hier auf dem 8S. Ich benutze ihn in meine Lozier 8, ich benutze ihn in meinen X-Max, also alles was 8 fährt, 8S fährt bei mir, fährt mit denen rum. Einziger Schwachpunkt ist, die Hardcase ist ein bisschen zu weich. Kann in Offroad ein bisschen brechen, aber das ist alles. Ich bin sehr zufrieden mit Batterie. Ich habe schon 50 Ladungen drauf auf meine 4. Die sind immer noch schön balanciert, haben kein Problem, haben nicht überhitzt. Natürlich habe ich auch alle meine Regler so eingestellt, dass es früh genug abstellt. Aber selbst die Nixmax, der schaltet ja sehr spät ab bei 3 Volt. Und das kann man ja nicht einstellen auf dem Velineon-Regler. Haben die Batterie überhaupt kein Problem. Ich mache die Montage-Video, natürlich, die mache ich nicht auf Französisch, wieder auf Deutsch, mache ich auf Französisch, mache vielleicht ein paar Untertitel runter, wenn es klappt, vielleicht mal zeigen, wie alles geht. Die Differentiale machen wir raus, das ist eine Art, also bei Hobau gibt es ja kein Kit mehr, das ist schon zusammengebaut, aber die Diffs sind nur gefettet, deswegen mache ich das Ding auf und mache Öl in die Diffs rein, damit es schon richtig eingestellt ist. Weil der andere Abonnierte wollte es nicht machen, der ist mit dem Fett gefahren und hat mich nach einer Woche zurückgerufen und hat gesagt, ja, du hattest recht, mit dem Fett ist es unfahrbar, das ballont in alle Richtungen und die Kraft geht überall weg. Also der wird richtig eingestellt, geölt, er wird bei uns lackiert, alles wird montiert, die ganze Elektronik und. Natürlich wird die Probefahrt nur eine ganz kleine, saubere Probefahrt auf eine saubere Strecke. Das ist ein neues Auto, ich will auch, dass es neu zum Abonnierten kommt, der mir sein Vertrauen schenkt hier und alles neue Material zu mir gesendet habt für die Montage. Also bis bald. Tschüss, Jungs.